Ja, hi, guten Morgen. Wir wollten euch heute Morgen mal ein paar tolle Bilderbücher vorstellen. Leo hat so schöne Sachen entdeckt, hat sie es hier gemütlich gemacht. Wir haben wirklich ein paar Juwelen des Bilderbuchs entdeckt und Leo, leg los. Genau, also einmal haben wir Larsson, der das Glück wiederfand. Ganz tolle Geschichte. Ich muss gleich darauf hinweisen, die meisten Bücher sind eher was für Erwachsene, also für die Eltern, die das für die Kinder kaufen und dann selber lesen möchten. Schon allein die, also von dem Buch sind wir am begeistertsten, Wie weil heißt sie, denn das? Sagst du mal von vorne, wie Leo? schon gesagt, als Larsson das Glück wiederfand. Ah, okay, danke. Es geht um Larsson, der ein bisschen einsam ist und wie er aus der Einsamkeit wieder rauskommt. Allein diese Bilder oder der Text. Larsson schaut sich das Gemälde an. Es zeigt eine Sommerwiese mit großen roten Mohnblumen. Larsson weiß, dass es genau die Wiese ist, auf der er Sarah das erste Mal an sich drückte. So, ihr seht, es ist ein bisschen traurig, aber es ist wunderschön zu lesen. Und wie es ausgeht, das könnt ihr euch holen. Sonst haben wir für jeden Buchliebhaber Ja, unter das ist uns einfach ein die Traum. fliegenden Bücher des Mr. Morris Lessmore. Wunderschön, sehr süß gemalt. Ihr seht, wir erkennen uns alle wieder. Es ist eine ganz graue Welt und Mr. Lessmore hat immer nur seine eigenen Bücher geschrieben, bis er diese hübsche Frau trifft, die davonfliegt und ein Buch übrig lässt. Und dieses Buch führt Mr. Larsson in die bunte Welt der Bücher ein. Und wie wichtig die Bücher für sein Leben werden, das kann man dann lesen und wird auch ein bisschen Tränchen Ja, verdrücken. ich fand es auch. Also, und die Bilder vor allen Dingen da drin. Ja, ist der Wahnsinn. Wunderschön für alle, die Bücher lesen. Also mich hat es auch sehr geflasht. Was hast du Dann denn? haben wir noch die ganze Welt der Dinosaurier. Das ist für die, die nicht so romantisch veranlagt sind wie die Frauen unter anderem, sondern eben auch für die Sachbuchler unter uns, die es aber gern auch schön und witzig mögen. Denn hier geht es um Krause, den Steinzeitmenschen, der super Hunger hat, ein Ei findet, aber dieses Ei ist eine Zeitmaschine. Und so kommt er in die anderen Zeiten wieder hinein und guckt sich die ganzen Dinosaurier an. Ich meine, guckt euch an, wie toll das gezeichnet ist. Ja, ist Ich ein habe Traum. es Ein direkt Traum. bestellt für zu Hause. Und dann haben wir noch Der Nachtgärtner. Eine ganz tolle Geschichte über einen Jungen, in dessen Straße alles grau und dunkel ist, aber eines Nachts jemand anfängt, die Bäume in Form zu schneiden und damit ein bisschen Leben und Freude in das Leben der Leute bringt. Und wer das ist und wie viel noch gemacht werden wird, das findet man über das Buch hinaus heraus und was eine schöne Welt mit den Menschen machen kann. Hallo. Alle lesenswert, alle guckenswert. Wunderbar, danke Leo. Vielen lieben Dank. Tolle Bilderbücher bei den Buchwichteln.